links rein. Jawohl, der Drift hat auf jeden Fall gut geklappt. Leicht übers Ziel hinausgeschossen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, das sieht ja schon wieder sehr vielversprechend aus hier. Was? Das ist natürlich... So, dann fahren wir hier mal weg. Ja, super. Wenn jetzt noch mehr Cops kommen, haben wir bald mehr Fahndungslevel, als wir eh schon hatten. So, weg hier. Tritt das Gaspedal durch. Ja, super. Links oder rechts? Rechts. Driften kann man mit der Karre nicht. Ich sollte es mir langsam merken. So, ich soll erst aus der blinkenden Zone rausfahren und mich dann ruhig verhalten, okay? So. So, wir bleiben jetzt hier stehen, dann werden wir den Fahndungslevel nämlich verlieren. Jawohl. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir zur Gibson Street. Super, wieder denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Sehr vielfältig, dieses Spiel. Nein, nein, nein. Ah. Also die Karren, wie viele Taxis wir hier verschleißen. Das ist echt ein Autoverschleiß wie bei Arm für Cobra 11 fast. So. Dann jetzt mal hier runter. Oh, die Straße ist ja nice. So, was haben wir hier? Hier ist doch dieser... Waren wir hier schon? Hier ist ein Auto-Parts, also Autoteile. Okay. Ah, so. Also hier können wir quasi unser Auto lackieren lassen. Okay. Ja, okay. 3 Stunden dauert der Spaß. Nur mal einmal so lackieren. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass hinter mir... steht ein Ventilator und der pustet mir halt die ganze Zeit kalte Luft zu, damit ich hier in meinem 40 Grad 1 Quadratmeter Zimmer nicht ersticke. Und ich hoffe, dass jetzt kein Wind gleich in der Aufnahme ist. Und hier ist Roman. Wieso kann der denn schon wieder nicht reden? Wieso? Ich halt hier mal direkt, ich habe schon wieder das Gefühl, hier geht schon wieder was ab. Jamaican Heat. Ich bin nicht schwul. Oh Mann. So, und ich glaube, gerade ist ein bisschen viel Wind im Gespräch. Deswegen werde ich jetzt gleich mal kurz die Aufnahme unterbrechen und dann den Ventilator ausmachen bzw. weiter wegstellen. Denn ich hoffe, ihr habt nicht die ganze Zeit jetzt schon Wind im Gespräch gehabt. To tell me properly about what happened. I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. Alter, wie viele Freunde sollen wir denn in diesem madigen Spiel noch abholen, Mann? Ich habe hier das Gefühl, GTA ist nur so ein Taxi-Simulator. Mann, wir sind hier die Kutsche für alles, ey. Ja, toll. Und ich mute mich jetzt mal eben. Geht ganz schnell, damit ich den Wind ausmachen kann. Hier diesen Tornado, der hier im Zimmer fegt. So, weiter geht's. Jetzt steigen wir hier wieder in so ein tolles Taxi ein. Der Taxiverschleißlevel muss ja hochgehalten werden. Und dann fahren wir jetzt diesen gewissen Typ wieder abholen. Wieder so ein Freund von Roman. Wir sind weiterhin hier die Taxi-Hure, die alles abholen darf. Der kleine Bimbo von Roman. Also die richtige GTA-Action, außer die eine Prügelszene, hatten wir ja hier noch nicht. Wir sind ja eigentlich nur am Rumcruisen und spielen Taxifahrer. So, hier steht anscheinend schon wieder jemand. Ja, da steht er. Ja, steig doch ein bisschen schneller. Ich habe heute noch mehr, die ich wahrscheinlich abholen muss. Alright,
Dillon Street in Schottler. Okay, kein Plan, wo das ist. Ich habe jetzt zwar die Map von GTA neben mir hängen, aber die habe ich mir noch nicht so eingeprägt. I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. This rascal that I rock is with my bridge and real bad man the other day. I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. Okay, jetzt habe ich gerade von GTA-Action gesprochen. Jetzt scheint es loszugehen. Geh zum Aussichtspunkt. Okay, er hat uns sogar eine Knarre gegeben. Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt die erste richtige GTA-Action in diesem ganzen Let's Play. So. So. Zielst du präziser? Kommt jetzt hier auch einer? Ja, da kommen sie. Was sind das denn für Fuzzis? Jacob, we have to teach a bad man his lesson and thing. Shit, Nico, get these blood clots. Stirb. Ja, den ersten haben wir schon mal, komm, Headshot. Und du kriegst auch noch einen Headshot. So, ich sammle hier mal eben die ganzen Waffen von denen ein. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, zack. Wo ist der jetzt? Wo ist der? Boah. Alter, wie soll ich den denn treffen? Was hat der denn hier für einen Jump gemacht? Okay. Und hier kommt ein Krankenwagen. Ich hoffe nur der Krankenwagen, weil sonst müssen wir jetzt hier schnell weg. Komm, und jetzt wieder mit Little Jacob zum Café. Also jetzt wird's langsam GTA-Action. Jetzt fängt das Let's Play. Was wollen die Cops denn hier? Ich hoffe, die sind nicht wegen mir hier. Ah, jetzt haben wir also noch einen Freund, scheinbar diesen Jermaine. So, was haben wir denn hier für ein Ding? Ach so, also er schenkt uns jetzt quasi die Karre. Wir haben ihm halt geholfen. So, wunderbar. Ja, Polizeiwagen, ramm ich am besten. Wen rufen wir denn mal an? Wir können ja auch selber anrufen. Moment. Ach, Roman, hallo. Roman, I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. Okay, also den Auftrag haben wir auch wieder erledigt. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja auch sowas wie ein Telefonbuch. Wir könnten doch noch mal Michelle anrufen. Vielleicht will die ja noch was machen. Hi, Michelle. Sorry, Michelle. I lost track of time. Ach, okay, die Michelle haben wir auch wieder zu spät angerufen. Rufen wir halt Roman wieder an. Was wollen wir denn mit dem machen? Einfach nur anrufen. Ist echt so? Jo, klar. Wir sollten jetzt für den Taxifahrer spielen und haben ja anscheinend noch nie was getan. So, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt mal nach Hause, pennen mal eine Runde. Weil hier wird ja gerade nichts angezeigt, was wir als Mission machen könnten. Ich glaube, dann gehe ich jetzt wirklich mal nach Hause und penne mal eine Runde. Wäre vielleicht angemessen. Ich weiß nicht. Was sollen wir denn sonst jetzt hier machen? Keiner will gerade was von uns. Wir müssen mal gerade keine Fahrgäste durch die Stadt fahren.
Ach, da ruft ein Unbekannter an. Ja, super. Und wir dürfen wieder... Moment. Wir dürfen wieder... Ach, das ist hier direkt, wo wir sind. Da haben wir Glück gehabt. Wir müssen hier wieder irgendwas. Bull in a China Shop. Sorry, but I see you later, okay? Yoko, Fetty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Flick. Very catchy. Sit down. Cousin... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Flick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of him. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not the kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Ach so, ich soll ihm eine Lektion erteilen, laut dem Typen mit Gewalt, aber ihm nicht wehtun. Habe ich jetzt ein Messer? Oh, eklig. Moment, wir können auch gefahren werden, bis da. Taxi! Hallo, Taxi. Nee, so war das nicht gedacht. Ja, steig doch ein, Mann. So, wunderbar. Jetzt konnten wir auch ins Taxi einsteigen. Ja, da möchte ich jetzt gerne hinfahren. Okay. Ja, okay, also... Jetzt gibst du mal bitte gar... Ach, cool, man kann jetzt hier so sitzen. Ja, mach doch keinen Unfall, du Idiot. Hauptsache, der fährt mich jetzt möglichst schnell dahin, ey. Ich sitze jetzt hier einfach in meiner Karre und guck zu. Wehe, der rammt hier mein Auto, was hier irgendwo steht. Oder ist das die andere Straße? Ja, das war die andere Straße. Junge, was wird das hier? Jetzt fahr schneller, Mann. Junge, bisschen schneller. Hier ist irgendwas faul doch. Das geht ja viel zu langsam. Schneller, 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 schneller. Das ist ja ein Pro, wirklich. Der rammt hier alles, dieser Taxifahrer. Was macht der? Wie verbuggt ist das denn? Der rammt ja hier alles. Jetzt gib mal Gas, Mann. Ich will da heute noch ankommen. Ja, wenn also wir jetzt in circa einer Stunde angekommen sind, dann sind auch wieder 15 Parts Battle... Ach, 15 Parts GTA vorbei. Was tut dieser Kerl hier? Ja, also, wenn ihr nichts dagegen habt, ich warte dann, bis er... Ich kann auch nichts sagen, jetzt bis wir da sind. So, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt hier einfach... drin bleiben? Ja, ist mein Fazit. Ja, bleib stehen! Nö, tschüss. Reicht. Ich steige jetzt hier aus. Die letzten 3 Meter laufe ich zu Fuß. Nein, oh, jetzt fährt er mich noch fast über den Haufen. Hey,
Vlad should pay me to tell punks like you to go away.